So, guten Morgen zur siebten Vorlesung. Heute werden wir uns wie versprochen dem Spektralsatz in seiner ganz allgemeinen Formulierung widmen. Und wir hatten ja letztes Mal uns angeschaut, dass wenn wir auf einem zunächst mal beliebig dimensionalen Hilbertraum einen linearen Operator anschauen, A, der hat dann einen Definitionsbereich dA, der sicherlich in dem vorgegebenen Hilbertraum liegen soll. Und wenn das eine lineare Abbildung ist, hatten wir dazu die adjungierte angeschaut. Die adjungierte Abbildung oder kurz die adjungierte. Und die adjungierte war eine Abbildung, die haben wir einfach mit A-Dolch bezeichnet. Die hatte zunächst mal einen anderen Definitionsbereich, sollte auch wieder eine lineare Abbildung sein in den Hilbertraum. Und wir haben die in zwei Schritten definiert, nämlich zunächst mal haben wir den Definitionsbereich der Adjungierten definiert, nämlich als all die Alpha aus dem gesamten Hilbertraum, für die gilt, dass für alle Beta, die aus dem Definitionsbereich der ursprünglichen Abbildung A kamen, ein Gamma existiert aus dem ganzen Hilbertraum wiederum, sodass Alpha inneres Produkt mit A Beta gleich Gamma Beta ist. Also für all die Alpha, für die ein solches Gamma existiert. Und dann der zweite Schritt war, die eigentliche Funktionsvorschrift vorzugeben, nämlich dass für genau diese Alpha der Funktionswert exakt dieses Gamma ist. Das war die adjungierte Abbildung vom letzten Mal. Und da hatten wir dann eine Definition, dass eine Abbildung A selbst adjungiert heißt. Und das war die entscheidende Definition für die gesamte Quantenmechanik, wie wir sehen werden. A selbst adjungiert, falls, also per Definition, das A und das A-Dolch, also das A und seine Adjungierte, als Abbildungen völlig übereinstimmen. Und dazu gehört aus Mathematikersicht sicherlich, aber wir betonen das nochmal extra, dazu gehört insbesondere, dass die beiden Definitionsbereiche übereinstimmen. Eine solche Abbildung haben wir selbst adjungierte Abbildung genannt. Und die werden in der Quantenmechanik, das aber nur als Vorausblick, das können Sie jetzt, das gibt es auch eigentlich nicht zu verstehen, ist ja zunächst mal Mathematik, das werden die Observablen in der Quantenmechanik sein. Und wir hatten dann schließlich noch den Spektralsatz formuliert. Und während alles, was hier steht, zunächst mal für beliebige Dimensionen, dim h, ich schreibe jetzt mal informell, kleiner oder aber auch gleich unendlich gilt, so galt das für den Spektralsatz in der Version, in der Kleinkinderversion, in der wir ihn formuliert haben, galt das nicht. Der Spektralsatz, den hatten wir zunächst nur formuliert für endlich dimensionale Hilberträume, beziehungsweise natürlich für selbst adjungierte Abbildungen auf diesen endlich dimensionalen Hilberträumen. Also hier steht kein Gleichheitszeichen im Gegensatz zu diesen Konstruktionen. Und wir hatten da den Spektralsatz, dass wenn A ein selbst adjungierter Operator ist, hatten wir gesagt, dann existieren Projektoren, und zwar orthogonale Projektoren, PIA, sodass, ich gebe das hier nur in verkürzter Form wieder, dass wir den gesamten Operator A darstellen können als eine Summe von gewichteten Projektoren. Die Gewichtung ist gegeben durch die Eigenwerte A. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, wir definieren da sowas wie das Spektrum von A. Und für lineare Operatoren auf einem endlich dimensionalen Hilbertraum ist dieses Spektrum einfach die Menge der Eigenwerte. Was ein Eigenwert ist, hatte ich Ihnen auch definiert. Wir werden heute das Spektrum noch ein bisschen genauer definieren. Aber für diesen Fall hier, das sollte ich nicht unterstreichen, dann wird es zum Gleichheitszeichen. Also für diesen Fall hier gilt das. A mal und die Projektoren, die hießen PIA und das waren tatsächlich Projektoren, das heißt, die haben uns vom Hilbertraum linear auf den Hilbertraum genommen, so dass wenn ich den Operator quadriere, kommt wieder der Operator raus und wenn ich den Operator PIA komponiere mit einem PIB, dann kommt 0 raus, wenn B ungleich A ist.
Okay, also das war unser Spektralsatz im Endlichdimensionalen. Und es ist das, wie man es aus der linearen Algebra kennt. Man könnte auch sagen, hier dieses P, Eig, A, wenn Sie sich das als Matrizen vorstellen, das sind so Matrizen, da stehen überall Nullen, außer irgendwo auf der Diagonalen. Also hier stehen überall Nullen, da stehen irgendwie vielleicht mal zwei Einsen, das wäre für einen zweifach entarteten Eigenwert. Oder da könnte auch einfach mal eine 1 nur hier unten stehen, der Rest sind alles Nullen, ne? Das wäre dann für einen einfachen Eigenwert. Und es ist klar, wenn ich das dann mit dem Eigenwert multipliziere, da kriegen Sie so dieses Muster Lambda 1, Lambda 1, Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3, Lambda 4, Lambda 5, Lambda 5, Lambda 5. Na, die Eigenwertzerlegung. Das sind natürlich hier diese Projektoren, sind diese Muster. Und hier ist die Multiplikation mit dem Eigenwert. Das ist also letztlich die Diagonalisierung von selbst adjungierten Operatoren in über endlich-dimensionalen Hilbert-Räumen oder Vektorräumen. Wir haben natürlich hier das innere Produkt benutzt. Das kennen Sie aus der linearen Algebra, das können Sie ausrechnen. So, und ich hatte Ihnen letztes Mal schon angedeutet, dass in der Quantenmechanik man jetzt natürlich sich zunächst mal auf den Standpunkt stellen kann und sagen, naja, so ungefähr geht das auch, wenn es unendlich-dimensional ist, dann hört halt die Matrix nirgendwo auf, sondern geht es halt immer irgendwie weiter. Und leider ist es halt nicht ganz so einfach, denn hier ist ja das Spektrum ist eine Sammlung von einzelnen Eigenwerten. Es gibt genauso viele Eigenwerte, wie Sie hier auf der Diagonalen, also höchstens so viele Eigenwerte, wie Sie auf der Diagonalen unterbringen können. Ist ja klar. Ne? Also wenn keiner entartet ist, kriegen Sie höchstens Dimension, Hilbertraum, viele verschiedene Eigenwerte. Das heißt, dieses Spektrum besteht aus endlich vielen einzelnen Eigenwerten. Und wenn man jetzt denkt, naja, die Matrizen, die können halt einfach größer werden, dann würde man denken, naja, das sind dann aber immer noch abzählbar viele Elemente im Spektrum. Ich sage extra nicht mehr Eigenwerte, sondern Elemente im Spektrum. Und es stellt sich aber raus, nein, beim unendlich dimensionalen Hilbertraum hat das Spektrum auch einen kontinuierlichen Anteil. Da läuft also über ganze Intervalle ist alles im Spektrum drin. Diese Elemente im Spektrum heißen dann allerdings nicht mehr Eigenwerte. Okay, da kommen wir drauf, die könnte man höchstens verallgemeinerte Eigenwerte nennen, aber dazu vielleicht mal in einer anderen Vorlesung später. Auf jeden Fall war das unsere Spektralzerlegung, aber im endlich dimensionalen Fall. Und das reicht auch schon nicht aus für die einfachsten Anwendungen in der Quantenmechanik. Also für die allereinfachsten reicht es aus, für irgendwelche Zwei-Niveau-Systeme. Aber sobald Sie zum Beispiel bei dem Doppelspalt hinten sagen wollen, wo kommt denn da das Teilchen an, dann haben Sie schon einen unendlich dimensionalen Hilbertraum, den Sie brauchen, wie wir nochmal feststellen werden. Da reicht dieser Satz einfach nicht. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Und da können die einführenden Bücher auch so lange ihre suggestive Notation verwenden, wie sie wollen. Es stimmt einfach nicht, es passt nicht, es reicht nicht. Und deswegen müssen wir das heute erweitern auf den unendlich dimensionalen Fall. Gibt es noch Fragen bis hierhin? Gut. So, und eine Sache ist ganz klar, wenn dieses Spektrum, wenn das wahr ist, was ich Ihnen gesagt habe, natürlich ist es wahr, dass das Spektrum da so kontinuierliche Anteile bekommt, dann werden wir, wenn wir irgendetwas in der Art dieses Spektralsatzes anstreben, keine Chance mehr haben mit unserer Summe, denn die Summe geht ja nur über diskret viele. Und was wir brauchen, ist ein Integral. Allerdings, um das wirklich hübsch aufzuschreiben oder überhaupt aufzuschreiben, brauchen wir eine neue Definition von Integral, die zumindest mal über die Riemann-Definition hinausgeht. Und das sind die sogenannten Stieltjes-Integrale. Und es ist was furchtbar Einfaches, und deswegen machen wir es auch. Und wir betrachten zunächst mal folgende Arten von Funktionen. Und zwar eine Funktion f, die von r nach r gehen soll. Und eine Funktion, sagen wir μ, die auch von r nach r gehen soll. So. Und nun werden wir einfach einen Ausdruck für dieses Ding, sei jetzt weiterhin ab einfach ein Intervall in r. Und jetzt nehmen wir eine Folge und sei, ja, wie nennen wir die? Sei x n, okay, sei x n, das x, das gibt so ein Folgenglied n und jedes Folgenglied hat dann wieder Einträge 0 bis n.
Und zwar sollen die definiert sein als die Punkte a plus b minus a durch n mal i sei tralala eine Folge von Äquidistanten, das muss man nicht machen, ist aber praktisch, Äquidistanten Zerlegungen des Intervalls AB. Und das I hier, das läuft von 0 bis groß N. Ja, also die Idee ist, sagen wir mal N gleich 100, dann fange ich, wenn groß N gefixt ist auf 100, dann habe ich X oben 100, unten 0, das ist der linke Punkt A. Dann gibt es X oben 100, unten 1, das ist der Punkt A, plus wo ich ein Hundertstel des Gesamtweges nach B zurückgelegt habe. Okay? Das ist einfach diese Zerlegung. Das ist klar, je größer ich n mache, desto feiner wird die Zerlegung. Und das i zählt einfach in einer gegebenen Zerlegung, wo ich gerade bin. Völlig klar. Eine Zerlegung. Dann ist das Stieltjes-Integral das Objekt, ich schreibe mal die Grenzen mit dran, x gleich a bis x gleich b, f von x. Naja, und wenn ich jetzt ein dx hinschreibe, ist es das Riemann-Integral. Aber wir schreiben nicht dx hin, sondern wir schreiben etwas mysteriös d mü von x hier hin. Das ist aber nur ein Symbol, also das d bedeutet hier gar nichts. Das ist wirklich nur als Symbol gedacht. Und das ist jetzt definiert als der Grenzwert für immer feiner werdende Zerlegungen dieses Intervalls. Und was tun sie? Sie summieren einfach auf all diese Punkte von i gleich 1 bis n. Sie werten f aus am Punkt, am i-ten Punkt für eine gegebene Zerlegung n. Und dann multiplizieren sie das Ganze mit μ ausgewertet am i-ten Punkt, also feste Zerlegung ausgewertet am i-ten Punkt, minus das μ für die gleiche Zerlegung ausgewertet am Punkt vorher. Das können Sie machen. Dann ist das Stieltjes-Integral tralalala, falls die Reihe, ja, i gleich 1 bis n, ja, falls die, nee, nicht die Reihe, falls die rechte Seite, falls die Folge auf der rechten Seite, falls die rechte Seite konvergiert. Okay? So, gut, das ist das Stieltjes-Integral und das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und man kann direkt folgende Bemerkung machen. Das Entscheidende ist, dass ich für diese beiden Funktionen f und μ überhaupt keine Annahmen gemacht habe. Na gut, ist natürlich vielleicht alles hier drin versteckt, in diesem Falls. Ja, es könnte ja sein, dass ich da bestimmte Annahmen machen muss, damit das da hinten auf jeden Fall konvergiert. Ich lasse das mal noch kurz offen. Ich mache nur folgende Bemerkung. Bemerkung für μ, für die Funktion μ, diffbar. Wenn also die Funktion μ differenzierbar ist, dann existiert das Stieltjes-Integral falls das Riemannsche Integral falls das folgende Riemannsche Integral existiert. Und zwar das Riemannsche Integral, das dann existieren muss, ist x gleich a bis x gleich b, f von x. Und jetzt mache ich mal ausnahmsweise eine Physikernotation. D mü durch dx von x mal dx. Ja, und was ich da eigentlich natürlich hinschreiben will, ist mü Strich. Dieses d mü nach dx habe ich jetzt nur mal aus Spaß hingeschrieben. Also dieses ganze Ding da soll ja mü Strich von x sein. Warum schreibe ich als d mü durch dx mal dx? Naja, Sie wissen schon, hier Substitutionsregel, die man sich ja so denken kann. Und dann sagen Sie, ach so, so ist das d mü da oben gemeint. Das ist ja in Wirklichkeit, ist das ja
μ abgeleitet nach x mal dx und dann habe ich halt hier vorne ein Produkt stehen, da muss halt dieses Produkt hier Riemann-Integrabel sein. F mal μ' muss dann Riemann-Integrabel sein und dann ist es ja das Riemann-Integral. Also das wäre, in dem Fall würde man dieses d hier tatsächlich lesen als Abkürzung für dμ nach dx mal dx. Dann ist es aber das Riemann-Integral. Und Sie sehen, was da Voraussetzung dafür ist, damit das stimmt. Dazu muss dieses μ differenzierbar sein, denn ansonsten können Sie dieses dμ ja gar nicht interpretieren als μ' mal dx, richtig? Also wenn das der Fall wäre, wenn wir uns für differenzierbare μ interessieren würden, ja gut, dann bräuchten wir kein Stieltjes Integral. Dann ist es mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn in dem Fall, also da ist das Riemann-Integral, na, mit Obersumme, Untersumme und so weiter, aber tatsächlich ist es gleich dann in dem Fall von a nach b f von x dμ von x als Stieltjes Integral, aber halt eben nur unter dieser Bedingung, dass μ diffbar ist. Also interessierten wir uns für μ diffbar, da wäre ja gar keine Frage, würden wir kein Stieltjes Integral einführen. Sie sehen also, das Interessante hier wird an der Stelle, wo das μ nicht unbedingt differenzierbar ist, und ich schreibe mal hin, wobei μ sogar unstetig, das wird ja immer doller, unstetig sein darf. Und dann sehen Sie, dann können Sie das da nicht mehr als Differential irgendeiner Form auffassen, wenn das μ nicht differenzierbar ist und wenn es unstetig ist, oje, oje, oje. Das ist ja nicht nur nicht differenzierbar, da hat es ja gar keine Chance, irgendwie differenzierbar zu sein. Ist klar, ne? So, also tatsächlich, das Stieltjes-Integral ist eine milde Verallgemeinerung des Riemann-Integrals, wo man hier das Maß dx so ein bisschen modifizieren darf, aber mit einer nicht stetigen, möglicherweise nicht stetigen Funktion μ. Selbstverständlich, Sie können nicht stetige Funktionen μ nehmen und eine Funktion f und das f ist noch nicht mal irgendwie Riemann integriert, also dann haben Sie hier, also Entschuldigung, das Produkt. Es ist, was ich sagen will, es kann sein, dass dieses Stieltjes-Integral trotzdem nicht definiert. Also nicht für jedes f und jedes μ existiert so ein Stieltjes-Integral. Also dieses Falls, das bleibt noch als Bedingung stehen. Okay? Aber es ist trotzdem milde allgemeiner als das Riemann-Integral. Okay, wir könnten zum Beispiel folgendes Beispiel nehmen. Beliebtes Beispiel, werden wir heute auch noch öfter brauchen, deswegen ist das ganz geschickt. Beispiel, f, irgendeine Funktion, ja, irgendwas, und das μ könnte zum Beispiel die folgende nicht stetige Funktion sein, wo ich den Punkt x, ich kann ihn auch Lambda nennen, ist egal, ordentlich zu μ von Lambda, und es soll definiert sein, 1 für Lambda größer gleich, wir sagen von x und wir definieren eine ganze Familie von μ Lambdas, sodass wenn x größer gleich Lambda ist, dann soll es 1 sein und 0 ansonsten. Also wenn wir davon jetzt ein Bild malen, wenn das da x ist und das da ist μ Lambda von x, na, schlecht geschrieben, μ Lambda von x, dann ist klar, dann haben wir hier das Lambda und dann gehört der Punkt noch dazu, das ist dann hier auf der Höhe 1 und bis hierhin, inklusive dem Punkt, der gehört nicht dazu, ist hier die Unstetigkeitsstelle, das wäre zum Beispiel so eine Theta-Funktion, würde man das auch nennen. Also manche Leute schreiben sowas dann auch Theta von x minus Lambda. Ja. Okay, sowas könnte das zum Beispiel sein. Und dann können wir ohne weiteres dieses Stieltjes-Integral ausrechnen. Machen wir das nochmal. X gleich a bis x gleich b, sagen wir mal. Und wir wollen mal, dass Lambda soll irgendwo aus dem Inneren von a, b kommen. Ja? So, dann schauen wir uns an. F von x, d μ von x. Und jetzt versuchen wir das mal auszurechnen, was das ist. Das ist aber nicht so schwer. Wir wissen, wir müssen hier unsere Zerlegung machen. I gleich 1 bis n. Und da brauchen wir dann auch noch den Grenzwert für ganz feine Zerlegungen. F von x, nte Zerlegungsfeinheit, i das Element mal, na gut, im Prinzip kopiere ich das hier nur, μ x n i minus μ x n
I-1. Aber jetzt gucken wir da mal scharf drauf. Also wenn ich die Zerlegung immer feiner mache, da gibt es irgendwo den Punkt, wo der eine Zerlegungspunkt hier ist und der nächste liegt dann da drüben. Und jetzt kann es sein, dass im Laufe der Zerlegung, wenn nämlich das da irgendwie, was muss es denn sein? Ja, wahrscheinlich eine rationale Zahl oder sowas. Aber es könnte ja auch eine irrationale Zahl sein und A könnte 0 sein und B könnte auch 16 sein. Dann treffen Sie diesen Punkt nie, aber manchmal treffen Sie den auch. Dann liegen Sie halt hier drauf. Und das macht keinen Unterschied, weil diese Funktion hier von rechts, ob ich jetzt da rechts davon liege oder auf den Punkt drauf gehe, ich bleibe ja immer bei der 1 jetzt in diesem Fall. Und dann liegt ein anderer Punkt, der nächste Zerlegungspunkt liegt dann halt, sagen wir mal, links davon oder halt umgekehrt. Sie sehen das und Sie beachten, Donnerwetter, da trägt ja eigentlich nur der Punkt bei, bei dem in der Endenzerlegung der ith Punkt größer oder gleich diesem Lambda ist und der i minus erste Punkt in dieser Endenzerlegung tatsächlich kleiner ist als Lambda. Also wenn Sie die Zerlegung angucken, gibt es immer so eine Situation. Diese Situation gibt es immer und nur für diese Situation, bei dieser Funktion hier, trägt dann bei f von x in dieser Zerlegung, aber Sie nehmen ja die Zerlegung gegen Unenden, na gut, da kommen wir gleich drauf, also Limes n gegen unendlich, da trägt ja nur welcher bei? Na, dieser rechte da, x, i, n. Nur dieser Punkt trägt ja tatsächlich bei. Und nehmen wir mal an, f wäre auch noch stetig. Wir nehmen also hier jetzt mal für dieses Beispiel an, f ist stetig, aber μ ist halt unstetig, nämlich so. Dann trägt nur dieser Punkt bei. Denn die Punkte, die dann wieder hier hinten liegen, da ist ja dieses hier immer das Gleiche. Das heißt, diese Differenz verschwindet. Für die, die links davon liegen, sind ja auch wieder die Differenzen hier diese Ausdrücke gleich, also verschwindet die Differenz. Und nur an dieser Sprungstelle trägt es bei. Und weil das Höhe 1 ist, das eine Höhe 0, steht da ein Faktor mal 1 hinten dran. Aber nur an diesem Punkt. Okay. Und wenn jetzt f stetig ist, dann darf ich ja den Grenzwert hier reinziehen, richtig? Das ist f stetig. Und wenn ich den da reinziehe, dann ist das natürlich, was passiert hier? Ich mache die Zerlegung immer feiner. Da komme ich natürlich zu diesem Punkt Lambda. Das heißt, das Ergebnis ist f von Lambda. Okay? Das heißt, wir haben hier den hübschen Fall, ich schreibe es nochmal insgesamt hin, dass wir das Stieltjes-Integral haben von a bis b. Lambda liegt dazwischen. Ich habe hier f von x, d μ von x und was ich rauskriege, also d μ unten Lambda von x, das ist das spezielle μ unten Lambda, da kriege ich f von Lambda raus. Das ist schon irgendwie eine tolle Sache, weil ich hier so ein Integral habe und ich kann den Funktionswert an einer bestimmten Stelle rauskriegen, indem ich dieses Stieltjes-Integral ausrechne. Und vielleicht haben Sie auch schon mal sowas gesehen, dass Leute sowas schreiben. Delta x minus Lambda mal dx. Und da sagt man in der Physik, ah, die Delta-Funktion, die setzt das x auf Lambda, die flippt nur, wenn x gleich Lambda ist und sonst drückt sie alles auf die 0, da kommt auch das da raus, richtig? Delta-Funktion, schon mal gesehen. Aber dieses Ding ist ja keine Funktion, denn die Delta-Funktion, wenn die wirklich überall verschwindet, außer bei Lambda, dann sieht die ja so aus. Bestenfalls, oder vielleicht muss ich diesen Punkt sogar noch nach unendlich hochschieben oder sowas. Das ist auch wunderschön, nur wenn das irgendwie ein normales Integral wäre, so ein Lebesgue-Integral oder sowas. Selbst in einem Lebesgue-Integral funktioniert es nicht, weil das, ja, dieser Faktor nur auf einer Menge vom Maße 0 von 0 verschieden wäre. Das heißt, das müsste immer noch 0 geben. Ja, und deswegen sagt man, ja, das ist auch die Delta-Distribution, das machen wir vielleicht auch noch und ja, das muss man anders verstehen und blub, blub, blub. Aber der Punkt ist hier, das Stieltjes-Integral liefert uns genau das Gleiche für eine perfekte Funktion μ, nämlich diese Stufenfunktion μ. Und in der Tat, nach der Definition kommt es hier raus. Also es ist unglaublich praktisch. Das ist zunächst mal ein Beispiel. Okay. Und genau genommen muss dieses f muss eigentlich auch nur links stetig sein. Ah, ist egal, f stetig reicht. F stetig reicht.
Okay, gut. Fragen soweit zum Stieltjes-Integral. Und was Sie natürlich hier für ein Maß, also dieses Ding hier, nennt man dann das Maß im Integral, im Stieltjes-Integral. Was Sie da als Maß wählen, das kommt halt darauf an, was Sie gerade brauchen. Ja? Aber Sie sehen, damit können Sie Sachen machen, die sind mit dem Riemann-Integral und sogar mit dem Lebesgue-Integral zunächst mal nicht denkbar. Okay. So, und nachdem wir jetzt das Stieltjes-Integral definiert haben, da oben steht es noch, ich lasse das gerade mal noch stehen, schauen wir jetzt mit unseren mathematisch geschulten Pingelaugen da drauf und sagen, sind eigentlich die Annahmen, die wir da gemacht haben, wo das F herkommt und wo es hin abbildet und wo das μ herkommt und wo es hin abbildet, sind eigentlich diese Annahmen so allgemein wie möglich? Und wir können auf jeden Fall das Ganze erweitern auf vektorwertige Maße. Bei Vektor wieder nicht an kleinen Pfeil denken, sondern einfach an Elemente eines beliebigen Vektorraums. Also es ist klar, man könnte, und man kann, wir machen es nämlich, man kann sofort das Stieltjes-Integral verallgemeinern. Auf, ja, auf was denn? Was brauchen wir denn da oben? Also wir müssen diese Mühs an den verschiedenen Punkten müssen wir voneinander abziehen können und wir müssen dann das Ergebnis multiplizieren können mit so einem F. Okay? Das heißt, das F sollte doch wahrscheinlich einfach mal, okay, also wir könnten zum Beispiel nehmen Maße von, ja, was steht denn in dem μ drin? In dem μ, da stehen diese x, i, n. Und diese x, i, n sind die Zerlegung eines Intervalls. Also wenn wir jetzt nicht irgendwie gerade anfangen, in andere Dimensionen oder sowas gehen zu wollen, müssen wir eigentlich das μ immer noch von den reellen Zahlen ausgehen lassen. Aber wir könnten es landen lassen in einem V, wo V, wobei das V ein K-Vektorraum ist. Ja, K, albern. Also K-Vektorraum, wobei das da der Körper ist. Sie können sich da wieder gerne zum Beispiel R oder C vorstellen. Ja? Und es ist klar, wenn das μ von R nach V geht, da kann ich da wieder so reelle x einsetzen und dann habe ich aber die Vektorraumaddition und natürlich damit auch die Vektorraumsubtraktion, die habe ich, um die voneinander abzuziehen und dann muss ich aber den Ergebnisvektor, ne, das μ ist dann vektorraumwertig, muss ich, oder vektorwertig, da muss ich das Ergebnis multiplizieren können, aber in einem K-Vektorraum kann ich Ergebnisse immer nur mit Elementen aus K multiplizieren. Das heißt, in dem Fall muss das F auf jeden Fall mal in diesem Körper landen. Also das kann ich sofort machen für einen K-Vektorraum. Und tatsächlich brauchen wir es auch in genau dieser Form. Okay? So, ist klar, was ist dann das Stieltjes-Integral? Dann ist das Stieltjes-Integral, ansonsten ist die Konstruktion gleich, von x gleich a bis x gleich b. F von x ist jetzt ein Element aus k für jedes x, mal, dieses Mal ist natürlich die S-Multiplikation auf dem Vektorraum, mal μ von, mal dμ von x. Ja, und dieses dμ von x, Sie sehen ja, das können Sie da oben so ersetzen, da schreiben Sie noch den Grenzwert vorne dran und so weiter. Dieses Ding ist dann, wenn Sie es ausgerechnet haben, ein Element dieses Vektorraums V, in dem Ihr Maß landet. Richtig? So. Und jetzt verschaffen wir uns den Vektorraum, der für uns wichtig ist. Insbesondere wird für uns gleich wichtig, Sie denken schon, ah, V gleich Hilbertraum oder so. Nein, nicht ganz. Für uns wird gleich wichtig, V gleich HOM-HH. Was ist HOM-HH? HOM-HH kann man auch ENTH schreiben. Das ist die Menge aller linearen Abbildungen von H nach H. Das ist HOM-HH, das ist eine Menge. Und diese Menge ist auch ausgestattet mit einer Addition und einer
S-Multiplikation. Und es ist klar, wie das irgendwie definiert ist. Ich habe eine Abbildung und ich deklariere die Summe der Abbildungen als neue Abbildung von H nach H. Nämlich so, dass wenn es auf einen kleinen H wirkt, dass das gegeben ist durch A von H plus B von H. Das macht Sinn, denn das da ist die Addition auf H und das da definiert dadurch die Addition auf Hom HH. Und genauso ist natürlich Lambda mal eine Abbildung, soll eine neue Abbildung sein, deklariert dadurch, dass wenn sie auf ein H wirkt, ist es Lambda mal A von H. Das ist wieder die S-Multiplikation in H und das definiert die S-Multiplikation in Hom HH. Okay, die erbe ich also von dem H und damit habe ich das V mit diesem Plus und mit diesem Mal ist ein Vektorraum. Und es ist dieser Vektorraum, der hier wichtig wird. Ja, also wir werden gleich Maße, also werden Maße μ betrachten, die von R in Hom HH landen. Wobei H durchaus der Hilbertraum ist, den wir in der Quantenmechanik benutzen. Aber da muss man sich nicht vor erschrecken, dass das da ein HOM-HH ist, denn was da für die Berechnung des Riemann, des Stieltjes-Integrals wichtig ist, ist einfach nur, dass auf diesem HOM-HH eine S-Multiplikation und eine Subtraktion definiert ist, also dass es ein Vektorraum ist. Okay? Also man könnte hier sagen, es ist ja gar nicht vektorwertig, sondern es ist abbildungswertig, nämlich Abbildung zwischen vektorraummäßig, aber weil eben, also linear abbildungsmäßig, raummäßig, wertig, Entschuldigung, linear abbildungswertig, aber das ist ja selbst wieder ein Vektorraum, deswegen passt das alles darunter. Okay? Also es ist ein Kinderspiel, das ist immer genau das Gleiche. Und ja, und jetzt bringen wir das zur Anwendung. So, zur Anwendung kommt das im nächsten Abschnitt, drittens, Spektralscharen. Okay, ich gebe Ihnen einfach die Definition, dann gucken wir uns das an. Definition. Eine einparametrige, ein-parametrige Familie. Ja, was ist denn so eine einparametrige Familie? Das ist ein Objekt E, die heißt E, die Familie. Der Parameter soll eine reelle Zahl sein und die soll abbilden nach Hom HH. Ja, und H ist halt ein Hilbertraum. Eine einparametrige Familie E heißt, jetzt kommt der tolle Name, Spektralschar. Spektralschar. Einer linearen Abbildung oder einer linearen Abbildung. Und die lineare Abbildung, die gebe ich konkret vor, die heißt A, die hat möglicherweise einen eingeschränkten Definitionsbereich im Vergleich zum gesamten Hilbertraum. Wir haben ja hier unendlich dimensionale Hilbertraum. Also es ist jetzt alles unendlich dimensional möglicherweise. Ne? Also dim H kleiner oder auch gleich. Und darauf kommt es uns jetzt an. Kleiner oder auch gleich unendlich. Eine einparametrige Familie E heißt Spektralschar zu einer gegebenen linearen Abbildung. Die muss ich Ihnen auf den Tisch legen, dann können Sie sich diese Spektralschar überlegen. Und ja, häufig schreibt man dann irgendwie dem Lambda, da aus R, dem wird eben zugeordnet und wir notieren das als E unten Lambda. Ich könnte auch schreiben E von Lambda. Standardnotation ist E unten Lambda. Falls. So, jetzt kommen natürlich Bedingungen. So, und zwar sind es vier Bedingungen. Und die erste Bedingung ist die folgende. Falls E Lambda 1 ausgewertet nach E Lambda 2. Warum darf ich das hinschreiben? Nee, das ist eine lineare Abbildung von H nach H. Die kann ich nacheinander auswerten. Dann nehme ich Familienmitglied Lambda 1 und Familienmitglied Lambda 2. Jedes davon ist eine lineare Abbildung. Die führe ich hintereinander aus. Und die erste Bedingung für eine Spektralschar ist, dass da wieder E Lambda 1 rauskommt, beziehungsweise ich sollte vielleicht hübscher schreiben, dass das Minimum von Lambda 1 und Lambda 2 rauskommt. Ja. Also wenn Sie Familienmitglied Lambda 1 nach Familienmitglied Lambda 2 ausführen, dann kriegen Sie wieder Familienmitglied Lambda 1, wenn denn Lambda 1 kleiner war als Lambda 2. Ja, okay. Insbesondere könnte es ja sein, dass Lambda 1 gleich Lambda 2 ist. Daraus folgt der Sonderfall. Aber das ist wirklich nur der Sonderfall.
E Lambda nach E Lambda, die sind also beide gleich. Na gut, das Minimum von Lambda und Lambda ist Lambda. Das heißt, dass diese Eigenschaft ist erfüllt. Und wie nennt man eine lineare Abbildung, die so eine Eigenschaft hat? Projektor. Das heißt, jedes einzelne Familienmitglied gilt ja für jedes Lambda. Das heißt, jedes einzelne Familienmitglied ist Projektor. Das heißt, eine Spektralschar ist eine Schar von Projektoren. Allerdings keine orthogonalen Projektoren, denn wenn sie orthogonal wären, dann würde ja E Lambda 1, E Lambda 2 für Lambda 1 ungleich Lambda 2 müsste ja 0 ergeben. Sie erinnern sich? Wir hatten orthogonale Projektoren dadurch definiert, dass wenn sie zu verschiedenen, dass also die Mitglieder sind nicht zueinander orthogonal, sondern es ist diese Eigenschaft hier gegeben. Also eine Spektralschar ist eine Familie von nicht dezidiert, nicht orthogonalen, aber immerhin Projektoren. Okay? Das ist das Erste. Und man erkennt an dieser Schreibweise hier auch schon sehr schnell, wenn Sie Lambda 1 und Lambda 2 vertauschen, vertauschen Sie die hier drin, aber das Minimum bleibt das gleiche. Das heißt, auch hier vorne ist die Reihenfolge egal. Es wird immer auf das, es gewinnt immer das mit dem kleineren Lambda in dieser Hintereinanderanwendung. Okay? Okay, das ist die erste Geschichte. Und jetzt, wenn man jetzt weiß, naja, aber das E-Lambda, also Interpretation, ist vielleicht ganz gut zu merken. Interpretation, also wir wissen, jedes E-Lambda nimmt uns von H nach H und ist ein Projektor. Jetzt male ich Ihnen mal den Raum H hin. Aber der H, der ist ja unendlich dimensional und so weiter. Aber deswegen, weil der H, obwohl der H unendlich dimensional ist, male ich den einfach mal so hin und sage, diese Achse, die soll H sein. Okay? Und naja, die Idee ist, dass wenn ich jetzt mir die Fantasie erlaube, dass der E Lambda 1 von dem gesamten H, ich kann ja so einen Projektor auf den gesamten Raum anwenden, also auf jedes einzelne Element des Raumes. Und nehmen wir mal an, E Lambda 1 auf das ganze H angewendet, ergibt dieses Ergebnis, gibt diesen Unterraum von H. Das ist alles so ein bisschen, also ein sehr schwaches Bild, aber es ist vielleicht gar nicht so. Also es ist wirklich dann ein Unterraum. Aber das H ist, wie gesagt, auf dieser einen Achse aufgetragen. Wenn Sie jetzt ein E Lambda 2 nehmen, der würde eventuell hier drauf abbilden. Ja, das wäre E Lambda 2 von dem gesamten H. Und das Bild würde so aussehen, wenn tatsächlich Lambda 1 kleiner Lambda 2 ist. Denn wenn Lambda 1 kleiner Lambda 2 ist, dann projizieren Sie erst alles auf diesen roten Teilraum und dann nochmal alles auf den blauen. Ja, aber Sie sehen schon, der blaue gewinnt, denn die Projektion, die überlebt, ist die blaue und es überlebt tatsächlich das kleinere. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt wirklich was bringt. Okay, also so kann man sich das merken. Und sie sind halt insbesondere nicht orthogonal. Orthogonal müsste so sein, der projiziert auf einen Bereich und der projiziert auf einen anderen Bereich und die haben keinen Überlapp. Sodass, wenn sie einen nach dem anderen ausführen, haben sie alles auf Null wegprojiziert. Okay? Sie sind also dezidiert nicht orthogonal. Nicht orthogonal. Ist so eine Schar von Projektoren. Okay, das ist die erste Bedingung an eine solche Spektralschar. Was hat diese erste Bedingung mit der konkret gegebenen Abbildung Groß A zu tun? Ja, gar nichts. Außer, dass nachher natürlich noch eine Bedingung kommt, die das mit dem A verknüpft. Aber zunächst mal ist das hier eine Eigenschaft, egal wie die Abbildung A aussieht, immer wenn Sie eine Spektralschar für irgendeinen Operator angeben, also nicht nur diesen konkreten A, sondern zum Beispiel auch für den anderen B oder C, dann ist das hier ist auf jeden Fall immer erfüllt. So, zweite Eigenschaft ist, dass diese Schar E rechtsstetig ist. Rechtsstetig. Was bedeutet rechtsstetig? Naja, Sie wissen, das ist, wenn der Grenzwert Limes, wenn Sie von rechts ranrücken, also Limes Epsilon gegen 0, aber immer nur mit positiven Epsilons, und Sie betrachten E Lambda plus Epsilon, das da ist halt ein Element aus HOM HH,
Und Sie können auf HOM HH können Sie auch eine Norm etablieren. Sie haben eine Norm auf H und dann können Sie auch eine Operatornorm auf HOM HH vererben. Und bezüglich dieser Operatornorm können Sie da den Grenzwert nehmen. Und wenn dieser Grenzwert Ihnen einfach das E Lambda zurückgibt, und zwar für alle Lambda aus R, wenn das der Fall ist, dann heißt die Funktion rechtsstetig. Ich kann Ihnen jetzt kein HOM-HH-wertiges Bild hinmalen, aber ich kann Ihnen ein Bild hinmalen, in dem wir die Fantasie haben, dass es HOM-HH-wertig ist. Also ich mache hier eine HOM-HH-Achse hin. Selbstverständlich ist HOM-HH, außer wenn H vielleicht gerade nur die reelle Achse ist. Nee, selbst dann, also es ist hoffnungslos. HOM-HH ist sehr hochdimensional. Ich kann Ihnen trotzdem so ein Bild hinmalen, wenn da die reelle Achse ist, also dass da so eine Funktion E sein soll. Die Funktion ist rechtsstetig, denn, und zwar an der, überall, aber insbesondere auch an dieser Stelle Lambda. Denn wenn Sie hier von rechts rankommen, können Sie beliebig nach rechts abweichen von diesem Lambda, nach rechts, deswegen hier dieses Plus, können beliebig nach rechts abweichen und können das vergleichen mit dem Funktionswert, dem Wert exakt bei Lambda. Aber der ist halt der hier und wenn Sie da rankommen, sehen Sie, das geht gegen diesen Wert dort, ist rechtsstetig. Die wäre aber nicht linksstetig. Also wenn Sie hier alles gleich lassen mit dem Plus und so und hier ein Minus hinschreiben, dann würden Sie hier immer näher rankommen, dann wäre der Grenzwert aber dieser Wert, aber der Vergleich mit E von Lambda wäre der Wert, das wäre nicht linksstetig. Okay? Umgekehrt wäre die Funktion, wenn der Punkt ausgefüllt ist und dieser wäre nicht ausgefüllt, dann wäre sie nicht rechtsstetig, sondern linksstetig. Okay? Und eine Funktion ist stetig, wenn sie rechtsstetig und linksstetig ist. Aber wir verlangen nur rechtsstetig. Denn ansonsten könnten wir ja gleich stetig verlangen. Also die Schar E, die sei rechtsstetig in ihrem Parameter. Okay, die dritte Eigenschaft, die ist auch ganz einfach, die verlangt, dass die Schar E eine Zerlegung der Identität ist. Ja, welcher Identität denn? Naja, der Identität auf dem Hilbertraum. Was soll denn das bedeuten? Naja, damit meinen wir, dass wenn ich den Grenzwert Limes Lambda gegen Minus unendlich nehme von E Lambda, das soll die Nullabbildung sein. Das ist die Nullabbildung auf H. Ich weiß nicht, die manchmal so. Eine Nullabbildung ist die Abbildung von H nach H linear, die einem kleinen H in H immer den Nullvektor in H zuordnet. Das ist die Nullabbildung. Und Lim Lambda gegen plus unendlich, E Lambda, das soll die Identität auf H sein. Und es ist klar, was die Identität auf H ist, die bildet jedes kleine H wieder auf das kleine H ab. Ja, macht es Sinn? Ja, das macht Sinn, weil da diese erste Eigenschaft, die bedeutet quasi, wenn das Lambda größer wird, dann wird immer weniger wegprojiziert. Und wenn das Lambda maximal groß wird, nämlich gegen unendlich geht, dann wird gar nichts mehr wegprojiziert. Dann wird einfach auf den gesamten Raum projiziert. Okay? Also Sie können sich das auch hier mit dem E Lambda 2 vorstellen. Sie haben gesehen, das Lambda 2 war größer als Lambda 1. Stellen Sie mal vor, das rote Lambda 2, da das geht, wird immer größer, dann projizieren Sie auf den ganzen Raum H. So kann man sich das vorstellen. Okay? Aber Sie müssen sich auch nichts vorstellen. Sie können einfach diese Eigenschaften nehmen. Das muss auch erfüllt sein. Und was haben all diese Eigenschaften 1 bis 3 zu tun mit der konkreten Abbildung A? Ja, gar nichts. Diese Familie wird anders aussehen für verschiedene A's und das wird jetzt in der vierten und letzten Bedingung kommen. Aber diese Eigenschaften sind zunächst mal immer der Fall. Und die vierte Eigenschaft, die nun endlich die Verbindung macht zu der vorgegebenen Abbildung A, heißt, E ist eine Spektralzerlegung von A. Und was heißt denn das? Na, das heißt, dass ich das A schreiben kann als Stieltjes-Integral
von minus unendlich bis plus unendlich. Sagen Sie ja, Moment. Sie haben ja am Anfang immer gesagt, Intervall von a nach b beim Stil des Integral und dann äquidistant unterteilt in groß n viele. Wenn Sie gleich die ganze Achse nehmen, wie soll ich denn da in groß n viele kleine unterteilen? Das nimmt ja kein Ende. Und natürlich ist es hier definiert wie immer. Sie nehmen erstmal von a nach b und Sie schreiben zusätzlich noch davor Limes a gegen minus unendlich und Limes b gegen plus unendlich. Und dann kommt das Stieltjes Integral über ein kompaktes Intervall. Da benutzen Sie unsere Definition und so weiter. Okay? Also hier muss man diesen Schritt gehen, aber das kennen Sie alles, deswegen schreibe ich das gleich so hin. Stieltjes Integral und ja, und jetzt kommt hier ganz einfach Lambda mal dE Lambda und das war's. Okay? Ja. Und das hier ist in der Tat bereits das ist das Analogon zum Spektralsatz. Ich habe hier noch gar nichts behauptet, dass es das gibt. Und tatsächlich werden wir gleich formulieren, wenn das A selbst adjungiert ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, dann gibt es immer eine eindeutige Spektralschar, sodass das gilt. Ja? Und hier haben Sie immer noch, ich sage mal in Anführungszeichen, die Eigenwerte, aber hinten dran stehen diese dE Lambdas. So muss das aussehen. Auf jeden Fall, wenn das der Fall ist, dann heißt das E eine Spektralschar von A. Und ich sage, Moment, was war nochmal dieses D? Das ist ja total verrückt. Das E, das ist doch jetzt hier wertig in Hom HH. Ja klar, das ist Vektor. Groß V wertig. Ja, das ist genau das, was wir eben formuliert hatten. Also die Definition ist hier exakt die von am Anfang. Ich schreibe es mal alles am Stück hin. Also für Enthusiasten. Damit man aber sieht, das ist alles ganz elementar. Für Limes A geht gegen minus unendlich. Limes b geht gegen plus unendlich, für Limes groß n geht gegen plus unendlich von der Summe i gleich 1 bis groß n von, ja gut, jetzt kommt das Lambda, jetzt haben wir vorher die x genannt, jetzt nehmen wir sie Lambda, macht nichts. Das ist dann also das ite Lambda der n-ten Zerlegung mal de ist e. Das ist dann das ite Lambda der n-ten Zerlegung, Lambda n i minus e Lambda n i minus 1 und in Klammern. Die Funktion f ist halt besonders einfach. Statt f von x steht, also ist ja hier über Lambda, steht jetzt das da. Also ich müsste hier schreiben Lambda gleich minus unendlich bis Lambda gleich plus unendlich. Ich könnte da auch x schreiben. Das ist genau dieser Ausdruck. Und jetzt muss ich Ihnen nur noch sagen, was in all diesen Schritten dann das Lambda n i ist. Ja, das ist jeweils a plus b minus a durch n mal i wie vorher. Nur, dass Sie dann danach noch das a und das b gegen minus und plus unendlich gehen lassen. Also es ist ganz elementar und dass da ist die Differenz zwischen zwei linearen Abbildungen, das können Sie ausrechnen. Sie können die dann mit einer Zahl multiplizieren. Das ist gar nichts Mysteriöses. Ja? Man muss sich hier nichts Mysteriöses vorstellen. Es ist genau das Riemann-Stieltjes-Integral. Okay. Allerdings hier diese Formel hier, die wollen wir doch mal kurz rahmen. Fragen soweit? Okay. Okay, also dann viertens der Spektralsatz. Jetzt also in voller Blüte für dim h größer gleich unendlich und vor allem eben auch gleich. Und das ist eben jetzt die Erweiterung. Und mit unserer Vorarbeit ist der ganz einfach hingeschrieben, zu jedem selbst adjungierten Operator groß A
auf einem Hilbertraum existiert eine eindeutige Spektralschar. Und damit ist dann die vierte Eigenschaft der Spektralschar, ist eben die Spektralzerlegung. Also das ist der Satz, Punkt und Bemerkung. Was man eigentlich braucht, ist, dass dann die vierte Eigenschaft ist, dass das A zerlegt ist als Stieltjes-Integral minus unendlich bis unendlich Lambda dE Lambda. Aber was die E Lambda sind, das hängt eben von A ab. Ja, also hier die Kameraden hier, die selber, das wird von dem A bestimmt. Diese Lambdas laufen immer von minus unendlich bis plus unendlich. Das ist aber komisch. Also bei dem Spektralsatz über endliche Summen, da wurde doch nur gewichtet mit den Eigenwerten. Jetzt wird mit allen Lambdas gewichtet, ernsthaft, mit allen Lambdas, nicht nur mit denen, die irgendwie Eigenwerte sind. Naja, aber das dE kann ja 0 sein. Ja, also dort, wo das E Lambda konstant bleibt, ist natürlich das dE 0. Denken Sie an die Definition von dem dE im Stieltjes-Integral. Die werden damit quasi gleich alle nicht mehr beachtet. Deswegen gehen wir hier über alle Lambda. Okay? Das ist die Idee. Also aus diesem A müssen Sie irgendwie diese Schar E Lambda bestimmen und dann gilt das. So, das gucken wir uns jetzt einfach mal in zwei Beispielen an. Beispiel. Und das erste Beispiel ist schon eine gesamte Beispielklasse, nämlich die gesamte Klasse für DIMH endlich. Und das war ja unser Kindergarten-Spektraltheorem. Das haben wir ja schon. Und jetzt würden wir das aber gerne in diesem Formalismus verstehen, um so ein bisschen ins Gefühl zu bekommen, wie denn so eine Schar konkret aussieht. Also für endlich dimensionale Hilberträume sei A, da ist ja dann der Definitionsbereich auf jeden Fall erweiterbar auf das ganze H, ist ja das hier selbst adjungiert. So, und jetzt hatten wir vom letzten Mal, vom Kindergartenspektralsatz, haben wir ja dann garantiert, den kann man ja ganz elementar überprüfen, haben wir dann garantiert, es existieren orthogonale Projektoren. Wie heißen die alle? Na, die heißen P-Eig von A. Und welche Werte kann A annehmen? A hat den kleinsten, A1 bis zu irgendeinem größten Wert, wie soll der heißen? AF. Ja? Das ist das Spektrum. Das ist das Spektrum von A. Das ist also die Menge der Eigenwerte. Ich habe also so viele Projektoren, orthogonale Projektoren, also orthogonale Projektoren, die dann untereinander für A1 ungleich A2 orthogonal sind, Projektoren, so viele, wie ich verschiedene Eigenwerte habe. Verschiedene Eigenwerte. Okay. Ja, und was hat dann der Kindergartenspektralsatz gesagt? Er hat gesagt, so dass ich darstellen kann, dass A, die Abbildung, als die Summe über all diese verschiedenen Eigenwerte, also ich sage A aus Speck von A, muss ich also nacheinander rausnehmen, okay, kein so ein Geheimnis, dann nehme ich die nacheinander und multipliziere die mit mal P Eig A. Und wie gesagt, wenn ich mir das als Matrizen vorstelle, dann ist dieses P Eig A ist eine Matrix, die hat überall Nullen, außer auf der Diagonalen, da können vereinzelt Einser stehen. Wenn da nur eine 1 steht, sonst alles 0, dann ist es ein nicht entarteter Eigenwert. Wenn da 1, 1, 1 steht irgendwo, ist es ein entarteter Eigenwert. Wenn da 1, 1, 1, dann kommen 0 und dann wieder 1, 1, 1. Na gut, da können Sie die Basis umsortieren, sodass Sie die alle in eine Reihenfolge bekommen. Sie kennen das mit der Diagonalisierung. Ja? Das ist das. Und dieser Projektor ist dann halt einfach diese lustigen Matrizen. Und dann wird es gewichtet mit dem A und dann kriegen Sie genau hier den ersten Eigenwert so und so oft, den zweiten so und so oft, den dritten so und so oft. Und wenn die mehr als einmal vorkommen, heißen sie entartet. Das wissen wir, das ist lineare Algebra, ist die Zerlegung von selbstadjungierten Operatoren. Wie kriegen wir das jetzt in diese Form? Denn wenn das da für größer gleich unendlich gilt, dann muss ich jetzt irgendwie die Spektralschar bestimmen können, die zu diesem A gehört.
Jetzt haben wir hier zwar eine Summe und da haben wir ein Integral, das ist schon mal gut, aber diese Summe ist eingeschränkt auf die Eigenwerte, während dieses Integral hier geht über alle Lambdas. Ne, dieses Lambda hat schon irgendwie formal die Funktion von diesem a. Aber warum denn zum Teufel wird hier nur über einige, wird hier über alle summiert, integriert, dort nur über einige? Na, offensichtlich muss dieses dE Lambda Sorge dafür tragen, dass die anderen rausfallen. Und außerdem muss es noch diese Projektoreigenschaft haben. So ungefähr muss es aussehen. Und da spielt man jetzt ein bisschen rum und definiert das Folgende. Man kann ja einfach mal ausprobieren, um so ein Gefühl zu bekommen. Und dann guckt man mal, ob das stimmt. Definiere probehalber, aber es stellt sich natürlich raus, dass das Ganze funktioniert. Definiere probehalber die Projektorenschar. Wir wissen ja, es muss eine Schar von Projektoren sein. R nach HOMHH. Aha, das kommt also jetzt schon mal ganz ernsthaft daher. Sowas wollen wir ja haben. Und zwar weise ich da dem Lambda, weise ich das E Lambda zu. Und jetzt muss ich Ihnen aber sagen, wie dieses E Lambda konkret gegeben ist. Und das gebe ich Ihnen einfach als die Summe über alle Eigenwerte, also über alle Eigenwerte in A, aber ich stelle noch eine Bedingung, nämlich über all die, die kleiner gleich Lambda sind. Also ich gebe Ihnen ja ein Lambda vor und statt Ihnen jetzt gleich die ganze Summe vor die Nase zu rotzen, nehme ich einfach nur die im Spektrum, die Eigenwerte, die kleiner gleich Lambda sind. Das machen wir jetzt mal so. Moment. Ah ja, doch, das machen wir so und das kann man dann eleganter schreiben. So ist es. Okay. Und ich nehme die und von denen nehme ich jetzt hier die Ps, die ich schon habe, und summiere die einfach auf. Das kann ich machen, das sind Abbildungen. Und jetzt gibt es aber eine geschicktere Art, das zu schreiben. Ich kann nämlich schreiben, das sind all die aus dem Spektrum von A, all diese As. Und ich schreibe hier ein Theta Lambda minus A hin. Mal P Eig A. Warum ist es das Gleiche? Naja, die Theta-Funktion, die soll so wie eben als Stufenfunktion beschrieben worden sein. Das heißt, wenn hier der Wert Lambda ist, dann soll Theta von Lambda minus A soll irgendwie so aussehen. Wenn ich das A quasi laufen lasse. Ja. Und dann sind, Moment, so ist es gerade falsch. So ist es. Wir müssen A statt einem Lambda schreiben. Und dann sind alle Lambda, genau, sind alle Lambda größer gleich und gleich ist mit diesem Punkt, dann habe ich das hier. Ne? So kann man das verstehen. Okay, das mache ich jetzt einfach mal. Und die Frage ist natürlich, ist das eine Spektralschar von A? Ja, also Behauptung, E ist Spektralschar von A. Ja gut, das müssen wir jetzt einzeln nachprüfen. Was war nochmal die erste Bedingung? Die erste Bedingung war, ich muss nehmen E Lambda 1 nach E Lambda 2 und ich muss das ausrechnen und ich muss zeigen, dass das gleich E Minimum Lambda 1, Lambda 2 ist, richtig? Gut. Weil das Abbildungen sind, ist es am geschicktesten, die auf irgendwas wirken zu lassen und die Funktionswerte auszurechnen. Also für ein beliebiges Psi aus dem Hilbertraum rechne ich jetzt die Wirkung auf das Psi aus. Damit habe ich eine Abbildung am besten unter Kontrolle. Ja gut, dann schreiben wir das mal hin. Was ist denn E Lambda 1? Da steht es, E Lambda 1 ist die Summe. Und jetzt gefällt mir, glaube ich, hier die linke Schreibweise am besten.
die Summe über all die A im Spektrum, die kleiner gleich sind, Lambda, mal, nicht mal, sondern Eig von A. Und ja, das ist dieses E Lambda 1, das weiß ich die Nacheinanderausführung, ist das angewendet auf das angewendet auf das. Okay, aber was ist E Lambda 2? E Lambda 2, jetzt muss ich wieder das Spektrum von A hernehmen, was sonst. Aber ich nenne jetzt den Eigenwert natürlich Eigenwerte anders, sonst habe ich eine Indexkollision. Die sollen aber auch kleiner gleich Lambda, aha, das ist kleiner gleich Lambda 1, das ist kleiner gleich Lambda 2, weil wir hier Lambda 1 und Lambda 2 haben. Dann habe ich hier wieder P Eig von B jetzt. Naja, und das ist dann angewendet auf Psi letztlich und dann geht die Klammer zu. Und die Ps sind ja lineare Abbildungen, die kann ich auf das Psi anwenden. So, ja, sieht hinreichend schlimm aus, aber eigentlich ist es gar nicht schlimm, denn das da ist eine endliche Summe. Das P ist eine lineare Abbildung. Ich kann die Summe nach vorne rausziehen. Richtig? Also steht hier Summe über Speck A, A da raus, kleiner gleich Lambda, gleich die nächste Summe, Speck B, B da raus, kleiner gleich Lambda, also Lambda 1, Lambda 2, Entschuldigung. Und dann steht da einfach die Hintereinanderausführung P Eig A nach P Eig B angewendet auf Psi, richtig? Aber ich weiß, und zwar aus dem Kindergarten-Spektraltheorem, dass diese beiden ja orthogonal sind, richtig? Ich weiß also, dass da rauskommt P Eig A. Warum P Eig A? Warum nicht P Eig B? Ja, weil A sowieso gleich B sein muss. Da schreibe ich mal Delta AB da vorne dran. Also wenn A gleich B ist, kommt P Eig A raus. Wenn A ungleich B ist, kommt E 0 raus. Delta A B für A ungleich B ist 0. Also das darf ich auf jeden Fall schreiben. Ja, aber wenn hier Delta AB, dann flippt diese Summe ja nur, wenn das A gleich dem B ist. Und jetzt kommt es halt immer drauf an, jetzt muss ich gucken, was sind hier die Grenzen, Lambda 1, Lambda 2. Es ist klar, was da übrig bleibt, ist Speck von A. Da nehme ich jetzt ein A raus. Aber dieses A, das muss jetzt nur noch kleiner gleich sein dem Minimum von Lambda 1 und Lambda 2. Wenn ich dieses Delta AB auswerte, die B-Summe ist durch das Delta weggegangen und dann steht da P Eig B, P Eig A angewendet auf Psi. Aber das ist mit Sicherheit, kann ich das Psi hier rausnehmen, das ist dann quasi die Addition der Abbildung statt die Addition der Werte. Aber was hier steht, ist ja nichts anderes als E unten Minimum Lambda 1, Lambda 2 auf Psi. Aha, in der Tat, das hier, angewendet auf ein beliebiges Element, ist das hier. Wir haben offenbar es geschafft, durch diese beschränkten Summen, diese erste Eigenschaft, diese Projektoreigenschaft, die da so immer weiter aufsteigen, unter Kontrolle zu bekommen. Okay, also wunderbar, das erste Axiom ist da erfüllt. Sieht schon mal ganz gut aus. Ja, das ist natürlich völlig falsch. Also das große B, das da steht, ist ein großes A. Entschuldigung, sorry. Klar. Habe ich mich mit dem Index klein B. Das ist klar. Das ist die gleiche Abbildung groß A. Sorry. So, zweitens. Es ist auch irgendwie klar, was ist irgendwie, man kann es ja angucken, dass das so definierte E ist natürlich rechtsstetig. Also sehe ich am besten, wenn ich sage, E Lambda ist die Summe über A aus dem Spektrum von A. Und ich schreibe hier noch das Theta davor, Theta Lambda minus A, P Eig A. Das ist klar, in diesem Lambda ist es rechtsstetig, und zwar einzig und allein, weil das Theta rechtsstetig ist in diesem Lambda. Ja, ist klar, also das ist rechtsstetig. Auch gecheckt. Dritte Eigenschaft. Was ist denn mit E minus unendlich? Das sei definiert als Limes
Lambda gegen minus unendlich E Lambda. Es ist auch klar, ein endliches Spektrum, also das Spektrum eines Operators auf einem endlich-dimensionalen Hilbertraum ist immer beschränkt. Es gibt nämlich einen kleinsten und einen größten Eigenwert. Es ist klar, wenn ich das Lambda nur klein genug mache, unterhalb des kleinsten Eigenwertes gehe, dann flippt diese Theta-Funktion nie mehr. Und habe ich nullmal dieses Element des Abbildungsraums. Das ist natürlich die Null-Abbildung in dem Hilbertraum. Und das E plus unendlich, das natürlich gegeben sein muss durch sowas wie Limes Lambda gegen plus unendlich von E Lambda, das gleiche Spiel. Es gibt auch einen größten Eigenwert. Wenn ich jenseits des größten Eigenwertes bin, habe ich alle orthogonalen Projektoren aufaddiert. Ja. Ich habe aber damit den gesamten Raum aufgespannt. Das ist dann die Identität auf H. Also diese Eigenschaft ist auch erfüllt, dass es eine Zerlegung der 1 ist. Und das Einzige, was noch übrig ist, ich muss jetzt gucken, ob tatsächlich meine Spektralzerlegung, ob die wirklich funktioniert. Also ich nehme jetzt A gleich, oder ich berechne einfach dieses Integral. Integral minus unendlich bis plus unendlich Lambda dE Lambda. Ja, und wenn das jetzt stimmen soll, ich habe ja dieses E Lambda konstruiert, muss ich daraus das A bekommen. Ja, ich habe ja die E Lambdas vorgegeben. Durch die vorgegebenen E Lambdas ist dieses Integral völlig bestimmt. Ja, ja gut, dann muss ich das jetzt ausrechnen, ist gleich. Ja, das ist dieses Riemann-Stieltjes-Integral. Es ist wieder klar, wie das funktioniert. Wir haben das am Anfang schon mal gehabt. Ich habe ja hier jetzt hinten drin dieses Theta stehen. Das wird dann immer mit diesem Eig A multipliziert. Aber es ist klar, es trägt ja hier immer nur, tragen die Unstetigkeitsstellen bei. Erinnern Sie sich noch, von am Anfang haben wir noch einmal ausgerechnet, wie das Stieltjes-Integral über eine Funktion ist. Ja, also wir hatten, wenn dieses Maß hier durch eine Theta-Funktion gegeben wird, hier ist jetzt Theta-Funktion mal etwas, hat das immer nur den Funktionswert A selektiert. Richtig? Und hier kommen ja nur die A's vor, die im Spektrum sind. Das heißt, was hier rauskommt, ist sofort nur Unstetigkeitsstellen tragen bei, wegen dieses Theta, das da drin steht, dann kommt sofort raus, ist die Summe aus A Speck A, weil da die Unstetigkeitsstellen sind, dann kommt, wird eben das X wird auf das, oder das Lambda wird auf das A gesetzt, also da steht es A mal, und von hier gibt es dann immer nur den Beitrag 1, ja 1 von hier, aber dann eben noch P Eig A, aha, mal 1 P Eig A. Ah, das ist ja nach dem Kindergarten-Spektralsatz in der Tat das A. Und damit haben wir tatsächlich ausgerechnet, Donnerwetter, das ist ja eine Spektralzerlegung. Also der Spektralsatz garantiert Ihnen, es gibt so eine, aber wir haben jetzt konkret ein E-Lambda hingeschrieben für den Fall, den wir ganz gut verstehen, haben ausgerechnet, hat die richtigen Eigenschaften, haben jetzt auch noch ausgerechnet, dass tatsächlich A rauskommt. Wir haben also alle vier Eigenschaften überprüft. Das heißt, die E-Lambda, ich schreibe es noch einmal hin, gegeben durch die Summe A aus Speck A, wobei das A kleiner gleich dem Lambda sein soll, über P Eig A ist eine Spektralschale, ist die, ja, ist sogar die, weil es eindeutig ist nach dem Theorem, ist die Spektralschar, also gezeigt haben wir nur, es ist ein, aber das Theoremsatz ist eindeutig, ist die Spektralschar von A. Also dieses Beispiel vorwärts und rückwärts verstehen hilft einem enorm, den Respekt zu verlieren vor dieser Familie E Lambda. Ja? Und dass es eben nur an diskret vielen ist, es kommt hierdurch immer wieder diese Hüpfer. Ich sage, wo hüpft es denn hin? Es kann doch eigentlich nur von 0 auf 1 hüpfen. Wo kannst du denn nochmal hinhüpfen? Ja, ja, von 0 auf 1 für den Projektor und dann für einen anderen Projektor von 0 auf 1 in die andere Richtung in diesem großen Raum und so weiter. Ja? So muss man sich das vorstellen. Das kann man alles en Detail nachrechnen. Okay? Also das nimmt einem den Respekt, weil man eben den endlich dimensionalen Fall in diesem Formalismus jetzt versteht.
Das sollten Sie sich angucken, dann läuft's. Fragen soweit? Ja? Können Sie nochmal an den Punkt 4 erklären? Also ich meine, jetzt ist da irgendwo die Unstetigkeit stellt bei, also wie kommt man dann zu dem, das ist eben genau wie das? Ja, gut, okay, ja, kann ich gerne machen. Also wir wollen diesen Punkt hier etwas näher ausführen. Ja? Okay. Also wir verstehen jetzt dieses Gleichheitszeichen. Ja gut, ich schreibe einfach die Definition des Stils des Integrals hin. Ja? Ich kümmere mich jetzt mal nicht um das Minus und bis Plus und ich muss mich mit dem Limes und aber im Prinzip steht doch da Limes n gegen unendlich von der Summe i gleich 1 bis groß n von, naja, von der Funktion, die da steht, das ist dann die, ich zerlege jetzt keine x, sondern Lambdas, deswegen steht jetzt nicht x n i, sondern Lambda n i, Lambda n Eta Eintrag, nämlich die Funktion f von Lambda gleich Lambda, da habe ich sie gleich hingeschrieben, f, ne? Das ist die mal, naja, und jetzt muss ich hier dieses dE Lambda, das ist definiert als das e an der Stelle, also das Maß an der Stelle, wo ich gerade bin, also an der Stelle Ente Zerlegung Eta Punkt, minus das e an der Stelle kurz davor, also immer noch Ente Zerlegung, aber i minus erster Punkt. Das ist unser Stieltjes-Integral. Und ja, wie gesagt, jetzt ist eben Lambda n i ist definiert als a. Und da müsste man noch jetzt, ich schreibe es korrekt hin, was soll der Geiz, ja? Limes a gegen minus unendlich, Limes b gegen unendlich, also in dieser Reihenfolge. Und dann a plus b minus a durch groß n mal i. Ja? Also das, da ist nur eine Abkürzung. Was hier steht, überall, wo diese Abkürzung steht, müssen Sie eigentlich diesen vollen Ausdruck hier einsetzen. Und dann ist dieser Ausdruck definiert, wenn er überhaupt konvergiert. Einverstanden? So. Was ist das hier für ein Minuszeichen? Dieses Minuszeichen ist ein Minuszeichen auf dem Raum, auf dem das lebt. Und dieses Objekt ist ein Element aus HOMHH. Das hat hier irgendwelche reellwertigen Faktoren, ja. Das heißt, das da ist eine S-Multiplikation in HOMHH und dieser Projektor auf den Arten-Eigenraum ist eine Abbildung von H nach H linear, nämlich der Projektor, der mich vom H auf diesen Eigenraum bringt. Einverstanden? Das ist dieses Objekt. Damit ist diese Summe, dieses Summenzeichen, da müsste ich eigentlich einen Kringel drum machen, weil es nämlich die Summe in diesem Vektorraum hier ist. Ja. Die Summenzeichen ist Summensymbol in diesem Vektorraum. Okay. Das heißt, dieses Minuszeichen ist das Minuszeichen, also die Addition des Gegenvektors in diesem Vektorraum. Das heißt, dieses Mal hier müsste auch eine S-Multiplikation sein. Und in der Tat, dieses Lambda ist ja reellwertig. Ja, könnte auch komplexwertig an der Stelle sein, aber es ist halt tatsächlich, das wissen wir ja schon bereits, nee, wir können nicht komplex, wir haben hier ein reelles Integral, also es geht hier über die reellen Zahlen, das kann ich da multiplizieren, das da mag vielleicht ein komplexer Vektorraum sein, damit ist HOMHH auch ein komplexer, aber jeder C-Vektorraum ist ja auch ein R-Vektorraum, ja, das ist kein Problem, Sie können da also, beziehungsweise können Sie, Entschuldigung, das werde ich so nicht sagen, Sie dürfen für das C auf jeden Fall reelle Werte einsetzen, die liegen ja in, die reellen Werte liegen ja in C. Also darf ich das da alles hinschreiben, okay? Ist irgendwie völlig klar, was das für ein Objekt ist, wo die Operationen definiert sind und so weiter. Ja gut, und jetzt setze ich das konkret ein und das mache ich jetzt mit der Wischtechnik, weil, ja, was ist denn E Lambda N I? Da gucke ich mal da oben nach. E Lambda N I ist die Summe, okay, ist die Summe über alle A aus dem Spektrum von A mal Theta. Und was muss ich für Lambda einsetzen? Für Lambda muss ich einsetzen das Ite Lambda der Entenzerlegung minus das A, das hier vorkommt, mal P Eig A. Das ist E. Nee, Theta ist das. Das ist kein Minus mit dem Kringel, das ist einfach ein Theta. Genau. P Eig A. Das ist E und ein Lambda Ni. Davon muss ich abziehen, E unten Lambda
ni minus 1, also wieder aus dem Spektrum von a, Theta, Lambda, ni minus 1 minus a mal p alg a. Ich habe hier keine Kollision, weil die ja so, ne? Okay. So, aber jetzt habe ich hier zweimal die Summe über das Gleiche. Ich kann also das zweite Summenzeichen wegbringen zugunsten einer geeigneten Klammerung. Richtig? So, und jetzt, wie rechne ich solche Grenzwerte aus? Ich rechne solche Grenzwerte aus, indem ich erstmal ausrechne, wie ist es denn für ein festes n? Ja, wie ist dieser Chose für ein festes n? Und jetzt muss man sich wieder dieses Theta da an. Ich kann natürlich auch dieses p eig a ausklammern. Sehen Sie, das wäre noch geschickter gewesen, dass ich nur die Thetas in der Klammer lasse und dieses p eig a auch noch ausklammere. Steht zwar alles noch unter dieser Summe, aber die beiden Thetas da werden voneinander abgezogen, richtig? Ja gut, jetzt kann man hier anfangen, Spielchen zu treiben. Wie sieht denn dieses Theta minus diesem Theta aus? Also das erste Theta. So, jetzt muss ich mich wieder überlegen, was man hier machen will. Jetzt will man wahrscheinlich das, okay. Will ich jetzt das A laufen lassen? Nee, was will ich denn da laufen lassen? Ich bin gerade irritiert. Bitte? Das Lambda will ich laufen lassen. Ne? Ich will das Lambda laufen lassen. Genau, ich will das Lambda laufen lassen. Da sitzt das jeweilige A. Da habe ich zwar mehrere Beiträge, aber ich gucke mir jetzt erstmal eine geschweifte Klammer an. Und dann habe ich diese Lambda Is, die das Ding da flippt, das gibt einen Beitrag plus 1, wenn das A kleiner ist als das Lambda. Nee, wenn das Lambda größer ist als das A. Ne? Das Lambda größer ist als das A, gibt das irgendwie einen Beitrag. Und das hier gibt einen negativen Beitrag, wenn das Lambda kleiner ist als das A. Ja, nee, so kann man es nicht sehen, weil ich will ja diese beiden verschiedenen Schritte will ich. Das Bild ist irreführend. Also der Punkt ist, was man sich überlegen muss, ist, ich gucke mir diese Zerlegung an. Und wenn die A's in diesem Spektrum hier, die A's im Spektrum, die liegen ja jetzt hier auf der Achse so diskret rum. Die haben, ne, die liegen irgendwo, gibt es einen kleinsten, gibt es einen größten und die kommen dann so unregelmäßig, ja, diese A's. Und wenn ich jetzt aber die Zerlegung nur klein genug mache, wenn ich zu hinreichend großem n gehe, wird es immer den Fall geben, dass ich mit dem einen Zerlegungspunkt links von diesem A-Wert sitze und mit dem anderen, mit dem nächsten, also mit dem vorigen Zerlegungspunkt, mit dem da links vom A sitze und aber mit dem nächsten Zerlegungspunkt, diesem Iten, entweder rechts oder auf dem A drauf sitze. Rechts oder bis zu sogar drauf sitze, wegen des Theta, weil das da oben nochmal ausgefüllt ist und weitergeht. Und nur in dem Fall, und dazwischen, die hier, diese Pärchen, der da mit dem vorigen und so weiter, da ändert sich gar nichts und deswegen ist diese Summe dort 0. Und der einzige Beitrag kommt von so einer Stelle. Und das heißt, das ist dann aber der Beitrag von dem Punkt, der drauf sitzt oder rechts nebendran, das ist dann dieses Lambda I. Und das ist dann das A, das hier steht, das aus dem Spektrum ist. Nur dort, wo die Unstetigkeitsstellen sind, da hebt sich diese Differenz nicht zu 0 weg, sondern wird zu 1. Okay? Jetzt muss man sich irgendwie. Aber so geht es. Also Sie schreiben es einfach hin und rechnen es aus. So, und dann haben Sie da die Einser stehen. Also steht dann da a mal 1 mal. Ja, aber dann steht aber hinten dran noch p eig a. Das habe ich dann auch nochmal hingeschrieben. Da steht es. Ja. Gut, und dann wissen Sie aus dem Kindergartenspektraltheorem, wissen Sie dann, dass das dann das A ist. Okay? Besser? Gut.
Aber Sie sehen jetzt, wie wichtig das ist, dass Sie sich klar machen, von wo nach wo bildet denn eine Abbildung ab, von welchem Raum in welchen Raum. Wenn Sie das nicht klar werden, wird es immer so etwas ganz Mysteriöses sein. Oh, da wird jetzt integriert über irgendwelche Abbildungsmaße. Das hört sich ganz doll an. Aber in Wirklichkeit sind es halt nur Vektorraumelemente, nämlich von Hom, Ha, Ha. Und natürlich darf ich da so ein DE hinschreiben, zumal wenn das DE als eine Differenz definiert ist und ich halt Vektoren voneinander abziehen kann. Ja? Also das ist der Punkt, dieser Fetischismus der Theoretiker oder der mathematischen Physiker, immer genau zu sagen, dieses Objekt geht von dort nach dort. Es ist kein Fetischismus, weil es so besonders abgefahren und mathematisch sein soll, sondern das wird bei solchen Sachen einfach absolut wichtig, damit Sie überhaupt wissen, wovon Sie reden. Ja? Deswegen schreiben wir das immer hin. Also Sie können sich eigentlich immer klar machen, wenn Sie Physik aufschreiben und Sie haben da irgendwelche Objekte stehen und Sie wissen nicht genau, was das mathematisch bedeuten soll, dieses Formelzeichen, von wo nach wo es abbildet, wenn es eine Abbildung ist oder sowas, da gibt es immer noch was zu verstehen. Sie können sich selbst immer fragen, wie soll denn das gemeint sein? Und manchmal können Sie es natürlich selbst überlegen und manchmal können Sie es nicht selbst überlegen, was immer dann der Fall ist, insbesondere wenn es falsch ist, was da steht und man es nur nicht gemerkt hat, wenn man da so intuitiv rangeht. Man muss natürlich schon wissen, was man da tut. Und für die Lehrämtler unter Ihnen, das hat natürlich in all diesen formalen Geschichten, es gibt ja häufig diese Aussage, ja, was an der Uni, das brauche ich nachher nie wieder in der Schule. Das stimmt nicht. Also in all diesen formalen Feinheiten steckt eigentlich auch immer eine pädagogische Weisheit drin. Ja, wie muss ich das erklären? Wo steckt hier die Schwierigkeit und so weiter? Ne? Also nehmen wir mal die Bruchrechnung oder so in der Schule. Ne? Da wird immer gesagt, ja gut, also was wir da in der Mathematik machen, das für die Bruchrechnung nachher zu erklären, brauche ich das nicht. Das stimmt nicht. Ja? Brüche sind nämlich Äquivalenzklassen von Paaren von Zahlen, nämlich von Zähler und Nenner. Ja? Und das Addieren von Brüchen, und wie geht das aus Differenzen und Summen, kürzen nur die Dummen oder sowas, das wäre, also wenn Sie da irgendwie die Summe falsch, wenn Sie die Summe von Brüchen zum Beispiel nicht so definieren, wie man das macht, also sie erstmal gleichnamig machen und so weiter, das ist ja letztlich die Definition der Addition von Brüchen, das hat was zu tun zum Beispiel mit der Wohldefiniertheit der Brücheaddition, nämlich dieser Addition von Äquivalenzklassen. Ja, Sie wissen ja, wenn Sie Äquivalenzklassen haben und so weiter und so fort. Ne? Also der Punkt ist, wenn Sie die Schwierigkeiten hinter etwas sehen wollen, was zum Beispiel für den Schüler schwierig ist zu verstehen, die ist immer gespiegelt in der mathematischen Feinheit, wenn Sie es denn mal richtig aufschreiben. Ja? Also für den Lehrer ist es auch kein Luxus, das zu wissen, sondern ist letztlich ein Zeichen dafür, wo liegen die Schwierigkeiten. Umgekehrt gibt es Dinge, wo man denkt, oh, da gibt es jetzt aber irgendein philosophisches Problem und so. Und da sehen Sie, dann gibt es überhaupt kein Problem. Sie müssen es nur richtig hinschreiben, dann erkennen Sie auch, wo es wirklich kein Problem gibt. Ja? Zum Beispiel, wenn ein Schüler Sie fragt, was ist denn jetzt so ein Vektor? Und Sie versucht sind zu erklären, was so ein Vektor ist. Dabei können Sie Vektor überhaupt nicht definieren. Ich kann Sie fragen, ist hier die 1, 2, ist es jetzt ein Vektor oder nicht? Das können Sie gar nicht sagen. Denn was Sie sagen, ist alles, was Sie definieren können, ist ein Vektorraum. Und das ist eine Menge mit zwei Operationen. Und wenn Sie diese Menge mit den beiden Operationen haben und nehmen jetzt insbesondere aus der Menge ein Element, dann dürften Sie das umgangssprachlich einen Vektor nennen. Aber das ist nur deswegen ein Vektor, weil Sie ein anderes Element aus dieser Menge nehmen, können Sie die beiden nämlich addieren nach dieser Vorschrift und so weiter. Das heißt, die Aussage ist 1, 2 ein Vektor, macht überhaupt keinen Sinn, selbst wenn ich sage, dass der zugrunde liegende Raum der R2 ist. Ja, wenn V gleich R2 sein, ja, aber jetzt weiß ich es doch. Nee, wissen Sie immer nicht. Sie müssen erstmal wissen, wie man die addiert. Und erst wenn Sie das dann haben, wenn Sie V mit Plus und Mal haben, dann können Sie dieses Ding informell, nämlich ein Element eines Vektorraums, können Sie Vektor nennen. Also die richtige Antwort auf die Frage eines Schülers, was ist denn jetzt eigentlich so ein Vektor, nachdem wir ein halbes Jahr darüber gesprochen haben, und dann dürfen Sie nichts anderes sagen als ein Vektor ist ein Element eines Vektorraumes. Und wenn Sie versucht sind, irgendwas anderes zu sagen, haben Sie Unsinn erzählt. In all dem steckt eine pädagogische Weisheit. Gut. Sie kriegen dann vielleicht Besuch von den Eltern, wenn Sie das sagen, aber da müssen Sie dann auch mitleben. Die sagen Ihnen dann, Sie müssen lernen zu lehren.
Oh. Okay, so jetzt kommen wir aber, jetzt habe ich Ihnen das gezeigt, wie es im Endlichtdimensionalen geht. Was wir jetzt natürlich sehen wollen, wir wollen ein Beispiel und zwar gleich ein richtiges, gutes, tolles Quantenmechanikbeispiel sehen, wo wir diese Spektralzerlegung tatsächlich ganz dringend nötig brauchen. Und es passiert für das folgende Beispiel. Nehmen wir als Hilbertraum den sogenannten L2 über den reellen Zahlen. Da können wir auch L2 über R hoch 3 nehmen. Das sind die Wellenfunktionen für Probleme in einer Raumdimension. Hier eine 3 hinschreibst, ist die Wellenfunktion und so weiter. Also wir kommen jetzt ganz nah an diese Sachen ran. Ich schreibe Ihnen jetzt hier hin, es sind die, naja, ich mache es ein bisschen informell, es sind die Psis, die von R nach C gehen, mit der Einschränkung, dass sie quadratintegrabel sind. Also es ist das Integral über die gesamte reelle Achse, dx Psi Stern von x mal Psi von x, also Absolutbetragsquadrat, dass das kleiner ist als unendlich. Also absolut quadratintegrabel. Und ich habe Ihnen letztes Mal schon gesagt, eigentlich ist das nicht die richtige Definition, sondern eigentlich dürfen Sie hier nur die Äquivalenzklassen nehmen. Die Äquivalenzklassen bezüglich einer Äquivalenzrelation Twiddle, wobei eine Funktion von R nach C äquivalent heißen soll einer anderen Funktion von R nach C, genau dann, wenn per Definition, das definiert die Äquivalenzrelation Twiddle, als nächstes mal die Relation Twiddle, genau dann, wenn Psi von x ungleich Phi von x für alle x aus einer Menge n, wobei n endlich. Also zwei Funktionen sollen identifiziert werden, sollen äquivalent heißen, und damit sind die Äquivalenzklassen, identifizieren diese Funktionen, wenn sie sich auf höchstens einer endlichen Menge in den Funktionswerten unterscheiden. Okay, es ist ein bisschen gefährlich. Ich muss sagen, es soll gleich sein für alle x aus R ohne eine endliche Ausnahmemenge. Genau, sollen überall gleich sein, ohne, außer auf einer endlichen Ausnahmemenge. Also Beispiel, diese Funktion die weiße Funktion und die gelbe Funktion wären äquivalent. Also Psi äquivalent Phi. Oder ich könnte auch sagen, die Äquivalenzklasse von Psi bezüglich Twiddle ist die Äquivalenzklasse von Phi. Das heißt, unter dieser Äquivalenzklasse unterscheiden wir diese Funktionen nicht. Und tatsächlich hier oben gemeint die Äquivalenzklasse. Wir identifizieren also alle Funktionen, bis die sich nicht unterscheiden, um eine endliche Ausnahmemenge. Okay, das ist die, ich habe das letztes Mal schon angedeutet, hatten schon ganz schlechtes Gewissen, als ich das ohne Äquivalenzklassen hingeschrieben habe, aber das ist hier die Denkblase zu diesem kleinen Twiddle hier, das die Äquivalenzrelation macht. Äquivalenzrelation kennen Sie, richtig? Ja, gut, wunderschön. Das ist dieses H. Und jetzt würde ich gerne eine lineare Abbildung. Ah, und zu dem H, zu diesem Hilbertraum, brauche ich natürlich noch ein inneres Produkt. Und dieses innere Produkt, das darf natürlich dann eigentlich nur auf den Äquivalenzklassen ausgeführt werden. Werden Sie aber gleich sehen, das schadet uns nichts. Dieses innere Produkt, das definiere ich dann als wieder das Integral über ganz R, dx Phi Stern von x mal Psi von x. Also so wie da oben, nur hier kommt Psi Psi vor und hier kommt einmal Phi und einmal Psi vor. Und jetzt sagen Sie, ja Donnerwetter, Sie definieren hier ein inneres Produkt auf diesem Hilbertraum, also korrekterweise auf den Elementen des Hilbertraums, auf diesen Äquivalenzklassen.
Aber hier hinten benutzen Sie in der Definition auf der rechten Seite, benutzen Sie ja gar nicht die Äquivalenzklassen, sondern Sie benutzen den Repräsentanten Phi und den Repräsentanten Psi. Sie hätten ja für die gleiche Klasse einen ganz anderen Repräsentanten nehmen können. Also wenn das Psi hier, jetzt habe ich da hinten auch Psi und Phi, das ist ein bisschen unglücklich. Also der Punkt ist, wenn ich dieses Phi hier, wenn das die weiße Kurve ist, ist das ja die gleiche Äquivalenzklasse, als wenn das gleiche Phi die gelbe Kurve wäre, richtig? Die gelbe Funktion. Dann würde ja also hier jeweils das Gleiche stehen, aber hier im Integral steht doch dann was anderes, weil ich ja das konkrete Phi genommen habe. Ja klar, nur das Integral sieht ja alles, bloß nicht, dass es an endlich vielen Punkten anders definierte Werte hatte. Richtig? Deswegen ist das hier wohl definiert. Okay? Sie wundern sich wahrscheinlich, warum wir, ich hätte es ja auch einfach weglassen können, diese Feinheit nicht erwähnen, hier einfach Phi Psi, und so steht das auch in allen Quantenmechanikbüchern, ohne diese, also in allen, in 90%, ohne diese Äquivalenzklassen. Richtig? Und wir werden aber nachher sehen, wir brauchen das bitter nötig. Ja? Aber bis jetzt ist es nur Komplikation. Ist alles gut und schön, aber es ist irgendwie Komplikation, geht gut, ist wohldefiniert, alles klar. Also was wir hier haben, ist ein Hilbertraum, und Sie können sich leicht überlegen, das Ding ist unendlich dimensional. Denn es gibt verdammt viele quadratintegrable Funktionen. Okay. So, okay, jetzt haben wir einen Hilbertraum. Ja, jetzt wollen wir noch einen Operator. Denn wir wollen jetzt die Spektralschar oder die Spektralzerlegung eines Operators hinschreiben auf einem unendlich dimensionalen Hilbertraum. Jetzt muss ich Ihnen erstmal den unendlich dimensionalen Hilbertraum hinschreiben. Können natürlich auch andere nehmen. Aber jetzt schreibe ich Ihnen einen Operator hin. Das war also alles Vorbereitung. Das ist alles nass. Okay. So, jetzt definiere ich Ihnen den sogenannten Ortsoperator, damit Sie heute auch Quantenmechanik gemacht haben. Den sogenannten Ortsoperator. Jetzt können wir die Physik gleich wieder vergessen. Den nenne ich groß Q. Und das ist ein linearer Operator auf dem Hilbertraum. Und naja, aber der hat natürlich irgendeinen Definitionsbereich dq, der möglicherweise nur eine Teilmenge des Hilbertraums ist. Richtig? Das hatten wir ja gesagt. Bei Operatoren auf unendlich dimensionalen Hilberträumen können wir nicht immer davon ausgehen, dass der auf dem Ganzen hier definiert ist. Und in der Tat, ja, tatsächlich, ich will Ihnen erstmal sagen, wie der definiert ist. Also der soll so ein Element hier rausnehmen, so ein Phi, und soll das abbilden auf ein Q von Phi. Klar, das ist, was so ein Operator tut. Aber wie denn? Wie ist denn die konkrete Definition? Wobei, na, das Q von Phi soll wieder so eine Abbildung sein. Also muss ich Ihnen sagen, wie die Abbildung konkret gegeben ist. Wenn es eine Abbildung ist, dann muss sie an der Stelle x einen Wert haben. Und diesen Wert definiere ich hier ganz einfach als x mal Phi von x. Also Q nimmt eine Abbildung Phi, bildet sie ab auf Q von Phi, die so definiert ist, dass sie an der Stelle x den Wert x mal Phi von x hat. So ist dieser Operator definiert. Und jetzt sehen Sie auch sofort, dass für diesen ganz einfachen Ortsoperator tatsächlich dieses dq nicht das ganze h sein kann, denn wenn ich hier wieder in h lande, muss ich ja sicherstellen, dass ich ein phi hatte, das, obwohl ich es mit x multipliziere, danach immer noch quadratintegrabel ist. Sonst würde ja q von phi nicht mehr hier drin liegen. Das heißt, wir sehen hier sofort, dass das dq kann nämlich nur aus den phis von r nach c bestehen. Und dann wieder deren Äquivalenzklasse mit der obigen Definition, wenn gilt, das Integral über die gesamte Achse dx, x mal Phi Stern von x, Phi von x, zum Quadrat kleiner unendlich ist. Also von dem einen Phi kommt ein x, von dem anderen Phi kommt auch ein x. Ja, und das hier ist natürlich eine stärkere Bedingung als die Bedingung, die ich vorher hatte. Also ist das hier ein echtes Ungleich. Okay? Also sehen schon, für den Ortsoperator sind wir wirklich gezwungen, auf eine Untermenge des Hilbertraums zu gehen vom Definitionsbereich her. Also Sie hätten ja gar keine Chance mit der standardnaiven Sicht. Okay. Ja, aber jetzt ist natürlich die große Frage, was zum Teufel ist die Spektralschar? Was ist... Aber, ach so, und man müsste jetzt noch überprüfen, dass dieses Q selbst adjungiert ist. Das lasse ich Ihnen mal als Hausaufgabe. Also Hausaufgabe. Q selbst adjungiert.
Okay? So, und wenn das so ist, dann gibt es doch den Spektralsatz und der sagt uns, wir können das Q zerlegen mit dieser Schar E Lambda, also dieser Schar E. Was ist die konkrete Spektralschar, es soll ja nach dem Spektralsatz genau eine geben, Spektralschar E für den selbstadjungierten Operator Q. Also eben hatten wir ja schon einen Spektralsatz gehabt, endlich, jetzt haben wir den nicht mehr. Wir machen das einfach mal mit einem naiven Ansatz. Naiver Ansatz kann ja nicht ganz falsch sein, aber dann muss man irgendwie dann in ordentliche Mathematik machen. Wir haben jetzt überhaupt keine Idee, wie kann diese Spektralschar aussehen. Und was man tatsächlich tut, naja, wir könnten ja mal ignorieren, wie das in den Quantenmechanikbüchern gemacht wird, wir könnten ja mal ignorieren, dass wir hier im Unendlichdimensionalen sind. Und normalerweise würde ich ja irgendwie den Operator nehmen, würde ihn auf einen Vektor anwenden und würde versuchen, die Eigenwerte von dem Ding zu finden, richtig? Ich würde also gucken, was ist Q Phi, für welche Phi ist Q gleich Lambda Phi? Dann wäre nämlich Lambda ein Eigenwert von Q und Phi wäre ein Eigenvektor, also ein Hilbertraumelement von dem Ding. Das kann man natürlich, weil das Abbildungen jetzt auf dem Hilbertraum sind, kann ich das natürlich jeweils an der Stelle x auswerten. Das ist natürlich genauso, dass für alle x aus R das hier gilt, Lambda mal Phi von x. Aber hier die linke Seite, das ist nach der Definition von meinem Q, ist ja Q von Phi von x, ist ja x mal Phi von x. Das heißt, wir haben diese Gleichung hier, x mal Phi von x gleich Lambda Phi von x. Das ist ganz naiv, ja? X mal Phi von x gleich Lambda Phi von x. Und die Frage ist, welche Phi lösen das? Welche Phi lösen das? Also was haben wir gemacht? Wir haben ignoriert, dass wir hier im Unendlichdimensionalen sind und wir wollen einfach so eine Eigenwertgleichung, Eigenvektorgleichung da lösen. Aber wenn wir schon mal ignoriert haben, dass wir im Unendlichdimensionalen sind, dann wird wohl alles Mögliche komisch, außer wir erlauben uns so verschiedene Physiker-Denktricks. Und ein so ein Physiker-Denktrick ist ja, dass wir uns Funktionen angucken, die nicht ganz so die Eigenschaften haben, die wir sonst haben. Also x mal Phi von x gleich Lambda mal Phi von x wird gelöst, in Anführungszeichen, von Phi von x gleich Delta Lambda minus x. Wenn wir jetzt hier diese Dirac-Delta-Funktion nehmen, mit dem Verständnis, also Sie wissen, das ist alles ganz ungenau, aber das Delta von Lambda minus x, wenn das die x-Achse ist, vielleicht eher x minus Lambda so rum, die wird hier, wird die 0 sein, dann flippt sie irgendwie, von mir aus gegen unendlich da oben, und dann geht sie hier wieder mit 0 weiter. Denn wenn ich sowas habe, dann sage ich, ah ja klar, dann wird ja dadurch, wird dann das x auf Lambda gesetzt und dann stimmt diese Gleichung. Okay? Ja, der Schönheitsfehler ist, diese Delta-Funktion ist natürlich was ganz, ganz Komisches und das geht irgendwie auch nicht. Und außerdem lebt die auch nicht in diesem quadratintegrablen Raum. Aber was man hier macht, man muss sich jetzt überlegen, wie kann man das über diese Schar von Projektoren geschickt ausdrücken. Und dazu, Moment, wie habe ich mir das überlegt? Ach so, ja genau, da können wir natürlich mal einsetzen, was eigentlich das Phi von x zerlegt ist. Also ich gucke mir an, was ist Q von Phi von x und dann weiß ich Q von Phi, ich kann das Q zerlegen, ich weiß zwar nicht wie, aber ich kann es immer zerlegen in dieser Form. Okay. Und dann habe ich das E Phi angewendet auf das Lambda,
worauf, was soll das sonst wirken? Das ist ja wertig in HOMWW, also kann das HOMHH, also kann das auf ein H-Element wirken. Und dann kann ich die ganze Chose noch bei X auswerten. Ist das mein Trick? Ja, genau, das ist mein Trick. Ich kann diese ganze Chose dort auswerten. Und was ich möchte, ist, dass das Lambda gleich Lambda Phi von X ist. Ja, Lambda Phi von X. Und wie gesagt, da können Sie jetzt auch die Delta-Funktion ablesen, denn wenn Sie sich das hier angucken, das hier muss irgendwie sein Delta Lambda minus X mal Phi von X. Okay? Und das heißt, wenn Sie jetzt das E, aber Sie wollen ja nicht das DE angesetzt, jetzt haben Sie wieder das gleiche Problem, aber das ist, weil man dieses D so interpretiert. Sie können jetzt natürlich E Lambda von Phi nehmen. Das ist eine Funktion, also müssen Sie bei X auswerten können und die setzen Sie einfach auf Theta Lambda minus X mal Phi von X. Genau. Und das ist eine einwandfreie Definition von E Lambda, wie es auf Phi wirkt, indem Sie es nämlich an jeder Stelle vorgeben, wie es da wirkt. Und dadurch haben Sie eindeutig, ne, das definiert, so eine Schar. Okay. Und wenn Sie jetzt ausrechnen, was das dE Lambda ist, indem Sie da die, das Stieltjes-Integral einbeziehen, kriegen Sie genau dieses Ergebnis raus. Ja. Das heißt tatsächlich, jetzt kann man sich noch angucken, was machen diese Projektoren? Das ist ja eine Schar von Projektoren. Also nehmen wir mal an, Sie haben hier eine Wellenfunktion Phi, ja, aus dem H und wie könnte die aussehen? Die könnten, naja gut, die können auf ganz viele Arten, aber ich mache jetzt einfach mal ein Bild. Also das Ding ist das Phi. Und was macht jetzt diese, was macht diese Projektion? Ja, diese Projektion E Phi und ein Lambda, wenn Sie hier ein konkretes Lambda vorgeben, wird all das hier hin projiziert. Und dorthin. Und die rote Kurve mit dem da hinten ist E Lambda auf Phi. Haben Sie die wegprojiziert. Und das sind jetzt aber nicht die E Lambdas per se, sondern das sind die E Lambda, die zu Q gehören. Man könnte fast sagen, die Q sind. Warum die Q sind? Naja, weil ja Q gleich Integral minus unendlich bis unendlich Lambda dE Lambda. Das heißt, wenn Sie die E Lambda kennen, müssen Sie nur dieses Stieltjes-Integral ausrechnen und Sie haben Q. Also tatsächlich gehört zu einem selbstadjungierten Operator, gehört, das sagt nochmal der Spektralsatz, ich wiederhole es noch einmal, weil es das Hauptthema war, Spektralsatz. Tatsächlich sagt der Spektralsatz, zu jedem A selbstadjungiert gehört eindeutig eine Familie, nämlich die Spektralschar. Da drin steckt die volle Information von dem A. Und ja, und das haben wir hier für jedes Lambda und ja, klar, es funktioniert. Okay, also nochmal, ich habe einen naiven Ansatz gemacht, um überhaupt irgendeine Idee zu bekommen, hierüber, irgendeine Idee zu bekommen, wie ich diesen Kamerad hier bekommen kann. Okay? Und dann sehe ich, ah, das ist aber das DE, also die Ableitung von dem, also wenn Sie in Ableitungen denken wollten, mit irgendwelchen Glättungen von diesen Sprungfunktionen und so weiter, wenn Sie in Ableitung denken wollen, dann ist natürlich die Delta-Funktion die Ableitung dieser Theta-Funktion. Ja, wenn Sie das so glätten und irgendwie Grenzwerte bilden. Und so kommt man da zum Beispiel drauf. Ja. Aber im Allgemeinen ist es natürlich eine schwierige Sache, zu einem selbstadjungierten Operator die Spektralschar zu finden. Aber es gibt gar keine Alternative, wenn Sie auf unendlich dimensionalen Vektorräumen arbeiten, denn alles andere geht schief. Okay, dazu gibt es dann Übungsaufgaben und bis Donnerstag.